Wow, das sind tolle Details. Sieh dir all diese Gläser an. Gieße den Schleim hinein. Befestige die Teile. Schmeiße die Bommeln weg. Dann überlagert das Schaumpapier. Der geheime Flüssigkeitsbehälter ist sicher verpackt. Was ist das, Lalilu? Hm? Der Joker kommt mit seinem Hubschrauber an. Wie unhöflich. Ups, ist das ein Raubüberfall? Der Joker hat gerade einen Diebstahl begangen. Aber so leicht wird er nicht davonkommen. Es ist Catwoman. Sie hält sich am Hubschrauber fest. So gekonnt. Gib es zurück, Joker. Oh, no. Niemals. Der Koffer öffnete sich. Oh, der Behälter ist herausgefallen. Ich hab's. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Oh nein, Catwoman hat sich ablenken lassen. Die Flüssigkeit bedeckte die Mädchen von Kopf bis Fuß. Sie haben jetzt beide einen Babybauch. Sind wir schwanger? What? Das liegt alles an der Chemikalie. Hilfe, mein Haar. Mach dir keine Sorgen, wir werden neue wachsen lassen. Yay! Zeichne Kostümvorlagen nach. Nähe sie zusammen. Nimm einen Teil einer Weihnachtskugel. Wow, ein Batman-Emblem. Füge eine Maske und einen Schwanz hinzu. Es ist ein toller Look, Catwoman. Oh, schon wieder diese Superhelden. Catwoman patrouilliert durch die Stadt. Gibt es hier in der Nähe irgendwelche Verbrechen? Ah, oh. Sie hat ihr Gleichgewicht verloren. Der alte Mann versteckte sich vor Angst. Wenigstens bin ich nicht verletzt worden. Schatz, geht's dir gut? Es ist gefährlich für dich, so zu springen. Du tust es schon wieder. Ich bin auf einer Mission. Warum will sie nicht auf mich hören? Der Joker plant, eine Handtasche zu stehlen. Hey! Der Dieb bemerkt Catwomans Babybauch hinter einem Baum. Ein andermal. Der Bösewicht rennt weg und Batman holt seine Frau endlich ein. Puh, Schatz, du solltest jetzt keine Superheldensachen machen. Okay. Mary Jane ist hier. Hm, was? Ändere ihren Look. Verändere die Kleidung. Füge ein paar Risse hinzu. Wow, Mary Jane hat einen Babybauch. Ein Spider-Man-Logo. Spider-Man ist mit seiner Liebsten in ein Restaurant gegangen. Setz dich, Liebes. Okay. Hallo, hier ist die Speisekarte. Können wir einen Cocktail haben und einen Croissant? Okay. Hier ist deine Bestellung. Kellnerin, bring das ganze Menü. Wow, ein riesiges Huhn. Mary Jane isst und isst. Was für ein Appetit. Oh je, ich hoffe, es ist genug. Tut uns leid, wir haben nichts mehr für sie. Das verstehe ich nicht. Warum? Du hast das ganze Essen gegessen. Ist das alles? Süße, lass uns hier abhauen. Natürlich. Wählen wir eine zerbrochene Puppe. Bedecke den Kopf mit Modelliermasse. Wow, das Baby hat eine Maske. Es ist ein kleines Spinnenbaby. Das sind süße kleine Superheldenkinder. Die zukünftigen Eltern ruhen sich aus. Was ist passiert? Ich glaube, es geht los. Oh, ich auch. Was sollen wir tun? Wir müssen ins Krankenhaus gehen. Spring, wir sind schnell da. Let's go. Beeil dich. Die Babys kommen gleich zur Welt. Die Superheldenbabys wurden geboren. Aber der Joker schlägt sich in den Raum. Da bist du ja. Der Joker hat die Babys gestohlen und sie durch Spielzeug ersetzt. Der Bösewicht entkam, bemerkte aber nicht die Hinweise, die er hinterließ. Der Deckel ist sehr praktisch.
Schneide die Holzspieße zu. Wir haben einen Zaun gebaut. Ist es ein Käfig? Oh. Wähle die Beschläge aus. Mache einen Laufstall aus Metall. Füge Stofftiere hinzu. Es sieht sehr schurkisch aus. Harley wartet zu Hause auf den Joker. Ich bin zurück. Schau, das ist eine tolle Mission, die wir da durchgezogen haben. Joker und Harley lassen die Babys zurück, aber die Kleinen wollen spielen. Hammer. Schau. Baby Spider-Man ist mit Schaumstoff bedeckt. Nimm das. Pupu aus dem Blaster. Harley und Joker stürmen hinein, als sie den Lärm hören. Was ist hier los? Sie werden sich im Laufstall beruhigen. Schau mal, was für ein süßes Kerlchen das ist. Uns ist langweilig. Wir müssen sie bei Laune halten. Harley bringt den Babys einen ganzen Berg von Spielzeug. Die Babys sind glücklich und das schurkische Paar macht sich auf den Weg zu seinem nächsten Verbrechen. Lasst uns einen Deckel nehmen. Schneide Schaumstoffformen aus. Nimm Stecknadeln. Bringe Bilder an. Sammle die Beweise. Ein roter Faden verbindet die Ereignisse. Es ist Zeit, das Verbrechen zu lösen. Aha. Batman und Spider-Man sind mit ihren Ermittlungen beschäftigt. Unsere Kinder wurden gekidnappt. Mein Schatz, weine nicht. Wir werden die Kinder finden. Alles wird gut, Schatz. Wir kriegen das schon hin. Der Kidnapper hat Hinweise im Krankenhaus hinterlassen. Das erinnert mich an jemanden. Aber an wen? Beide Väter sahen sich den Koffer an. Natürlich, Joker. Er konnte den Koffer nicht stehen, also hat er stattdessen die Kinder entführt. Die Superhelden untersuchten die Beweise und machten sich auf die Suche. Ich habe die Haare des Jokers gefunden. Und ich habe seine Fingerabdrücke gefunden. Jetzt wissen wir, wo unsere Kinder sind. Die Väter beeilten sich. Harley war zu der Zeit bei den Kindern. Ich bin hungrig. Bleib ruhig sitzen. Süße, pass mal kurz auf. Okay. Psst, die Luft ist rein. Holt die Kinder. Los geht's. Wie geht es den kleinen Sträuchen? Ah, Harley, wo sind die Kinder? Was ist das jetzt? Die Väter haben das Verbrechen aufgeklärt und ihre Kinder gerettet. Ein Plastikbehälter. Wir haben alle Teile, die wir brauchen. Baue die Konstruktion zusammen. Nimm ein Batman-Logo. Mach eine Batmobilkrippe. Batman kam in seine Werkstatt. Ich bin ein Meister aller Berufe. Zeit, ein Baby-Batmobil zu bauen. Autsch, ich habe mir den Finger gestoßen. Lass mich die Wunde verbinden. Ich helfe dir mit der Wiege, meine Liebe. Teamwork macht den Traum wahr. Das Batmobil ist fertig. Zusammen war alles viel einfacher. Nimm eine Bommel. Befestige den Körper und die Beine. Die Spinne sieht genauso aus wie die echte Spinne. Befestige einen Draht am Lego-Teil. Mache Knöpfe aus Halbperlen. Das ist ein tolles Spielzeug. Batman und Catwoman besuchen ihre Freunde. Hallo. Hi, was für ein süßer Kerl. Kleines, das ist für dich. Wow. Die Eltern verlieren sich im Gespräch und die Kinder laufen weg. Ich bringe Essen mit. Die Kinder öffnen das Geschenk von Batman. Das ist eine ferngesteuerte Spinne. Die Spinne springt in Aktion. Das ist das beste Spielzeug aller Zeiten. Oh, die Spinne ist genau in Mamas Weg. Ich balanciere. Die Eltern führen ein nettes Gespräch. Ah, eine Spinne. Daddy springt vor Angst auf den Schrank. Aber du bist Spider-Man. Die Kinder sind begeistert von ihrem Streich. Oh, ein schöner Spiegelkarton. Lasst uns ein Layout zeichnen. Baue die Schachtel zusammen. Verschnüre sie mit einem Band. Nimm etwas Modelliermasse. Knete den Teig. Forme den Cupcake. Füge appetitlichen Zuckerguss hinzu. Bestreue ihn mit Puderzucker.
Der Cupcake ist ein perfektes Geschenk. Lady Klein, die Wahrsagerin, entspannt sich zu Hause. Oh, wer ist da? Hallo, eine besondere Bestellung? Ich mach's. Lady Klein macht sich an die Arbeit. Das ist kein gewöhnlicher Cupcake. Und jetzt die Verpackung. Wir müssen nur noch auf den Kurier warten. Ich bin hier. Vielen Dank. Bye. Oh. Mrs. Harley, Ihr Paket. Yay. Jetzt wird mein Plan bestimmt funktionieren. Sie hat einen Babybauch. Schätzchen, ich bin schwanger. Was? Wie? Ich muss los. Wohin ist der Joker abgehauen? Harley ist in Panik. Nimm einen Holzstab. Schneide die Kante ab. Lege die Stöcke auf eine Palette. Schneide das gedruckte Bargeld. Wuhu, ein Vermögen. Woher kommt so viel Geld? Die Lollibugs wurden sicher in der Bank aufbewahrt. Ha, bis Harley Quinn zu ihnen kam. Geld, Geld. Autsch, sicher. Und leer? Seltsam. Aha, da ist meine Beute. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und was ist hinter dieser Tür? Oh nein, der Alarm. Es ist Zeit zu gehen. Ich nehme mit, was ich kann. Wir haben einen Anruf erhalten. Was ist denn hier los? Harley, halt, du Schurke. Wo ist sie hin? Du kannst mich nicht kriegen. Es ist geschafft. Lass uns weiterlaufen. Wir haben ein paar Holzstöcke bekommen. Danke, Baby. Schneide sie ab. Fass die Stöcke in zwei Rahmen zusammen. Verbinde sie. Die Regalbretter werden durch Pappquadrate ersetzt. Schüttle die Teile aus der Schachtel. Wow, eine schöne Schachtel. Färbe sie weiß. Obendrauf liegt eine weiche Decke. Hänge einen Korb mit Servietten auf. Der Wickeltisch ist fertig. Amanda führt Kurse für werdende Mütter durch. Ich grüße euch alle. Hey. Hey. Wow, wir haben eine Menge Leute, die Fähigkeiten der Mutterschaft meistern wollen. Es wird dir nützlich sein. Ihr habt das alles falsch verstanden. Lady, keine Sorge, gemeinsam können wir es schaffen. Heute werden wir alles über Windeln lernen. Fantastisch. Wow, wie interessant. Wow. Oh nein. So, lasst uns das Baby wickeln. Wer ist zuerst dran? Ich. Es ist ganz einfach. Jetzt haben wir eine saubere Windel. Gut gemacht, Elsa. Jetzt du. Ich werde es versuchen. So. Sie hat etwas durcheinander gebracht. Okay, aber ich wechsle die Windeln der Katze. Nicht von Kindern. Was? Miau! Ah, Hilfe! Harley Quinn hat auch hier für Aufsehen gesorgt. Sieh dir all diese Materialien an. Nimm Styropor. Schneide ein Rechteck aus. Befestige zwei Räderpaare. Bedecke sie mit einem Kunststoffteil. Nimm ein Stück der Hülse. Verbinde es. Klebe es mit Schaumpapier ein. Das ist ein Plastikserviettenspender. Benutze eine Bürste. Es ist heller geworden. Verwende Strohhalme. Fügen wir Schaltflächen hinzu. Das Ultraschallgerät ist einsatzbereit. Hello. Hey. Oh Schatz, irgendetwas hat sich an dir verändert. Wirklich? Bist du schwanger? Du hast das alles falsch verstanden. Psst, wir müssen ins Krankenhaus. Halt, das ist ein Irrtum. Ruhig, ruhig, keine Sorge. Was hast du da? Mein Engel ist schwanger. Nein. Die Phase der Verleugnung, sie kommt vor. Wir müssen eine Ultraschalluntersuchung durchführen. Schatz, ich bin da. Es tut überhaupt nicht weh. So, jetzt stellen wir die Maschine auf und schauen mal. Was ist das? Fräulein, hier geht es ums Geld, nicht um ein Kind. Ich habe es dir gesagt. Ernsthaft? Peinlich. Harley, erklär es. Oh, Patienten, es kann alles passieren.
Also, was werden wir wählen? Töne das Objektiv. Bau die Kamera zusammen. Breche das Detail. Der Blitz ist an Ort und Stelle. Mit einer leistungsstarken Kamera kannst du perfekte Bilder machen. Antonio wartet auf einen Kunden. Er ist bereit zu gehen. Hallo, kommst du? Ladybug ist da. Wunderbar. Werdende Mama, mein Schatz. Thank you. Stell dich hier hin. Lass uns posieren. Bravissimo. In die Kamera. Ändere deine Pose. Ja, genau. Perfekt. Du siehst wunderschön aus. Ich hab's. Oh, da braucht jemand Hilfe. Warte, was ist mit den Bildern? Die Oma ruht sich auf einer Bank aus. Sobald die alte Frau ihre Deckung fallen ließ, war die Tasche weg. Hilfe! Ich bin beraubt worden! Du entkommst mir nicht. Diese Aufnahmen sind zum Sterben schön. Das war so blitzschnell. Danke, Schatz. Ein Foto zur Erinnerung. Es ist ein Happy End. Rolle den Teig aus. Forme ein Croissant. Füge Textur hinzu. Es ist eine appetitliche Füllung. Mache eine Untertasse. Färbe sie. Das ist eine tadellose Präsentation. Guten Appetit. Das Café ist voll. Jeder will in der Mittagspause einen Happen essen. Ladybug ist da keine Ausnahme. Hey. Der Tisch ist frei. Setz dich, Fräulein. Was willst du? Alle Gerichte ihres Menüs und ein Croissant zum Nachtisch. Wow, ein großer Auftrag. Der Kellner beginnt, die Speisen zu bringen. Der Tisch ist zum Bersten voll mit Essen. Also los geht's. Yummy. Nachtisch. Yum, 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 yum. Irgendwas fehlt noch. Ja, genau. Fisch. What? Die Besucher sind schockiert. Oh my gosh. So ist es besser. Forme eine Kugel. Trage Streifen von einer Wassermelone auf. Dunkler. Perfekt. Wickle den Draht auf. Lasst uns ein Blatt bilden. Schneide das Rohr ab. Das ist ein winziges Band. Warum ist es hier? Das ist ein seltsames Set. Die schwangere Elsa ist sehr müde. Oh nein, ein Bauch. Elsa, Elsa, wollen wir spielen? Nein, es ist zu schwer für mich. Oh, ich glaub's nicht. Come on. Jetzt bin ich auch schwanger. Das werden wir ja sehen. Wickle es in Klebeband ein. Los. Ja, yeah, okay. Ruhig. Oh, nicht wirklich. Ich kann mich nicht aufsetzen. Autsch. Das ist eine Katastrophe. Oh, nimm die Wassermelone ab. Jetzt wirst du sehen, wie schwer es für mich wirklich ist. Tut mir leid, ich habe mich geirrt. Nimm etwas Wassermelone. Lecker. Teile den Karton in Teile. Falte den Rahmen. Bilde die Kanten. Es ist buntes Seidenpapier. Zerreiße es in Stücke. Nimm den Funken zusammen. Es verbrennt. Streiche die Heizung. Spanne das Schutznetz. Sicherheit und Wärme über alles. Elsa wartet auf Olaf. Er ist wieder zu spät. Hier bin ich. Elsa, hallo. Wie geht es dir? Ich habe frierend auf dich gewartet. Armes Ding, nimm meinen Hut. Und ein Halstuch. Besser? Komm, wir decken dich mit Fell ein. Du musst dich aufwärmen. Es ist immer noch kühl. Ich hab's rausgefunden. Sven, gut gemacht. Bring eine Heizung mit.
Wärme, ich danke dir. Es wird heiß. Pass auf. Ups, ich bin geschmolzen. Es ist gut, dass ich dich wieder einfrieren kann. Schneide das gedruckte Bild aus. Die Verpackung ist fertig. Schneide die Gipsbinde aus. 3 Windungen. Stecke sie in eine Tüte. Es ist eine Dose mit Deckel. Dieses Set ist ein wunderbares Geschenk. Isa langweilt sich im Wohnzimmer. Vielleicht sollte ich mir neue Turnschuhe kaufen. Ich weiß es nicht einmal. Schwester, ich habe ein Geschenk. Hm? Lasst uns einen Abdruck des Bauches zur Erinnerung machen. Wow, interessant. Folgt den Anweisungen. Holt etwas Wasser. Befeuchte den Verband. Wickle den Bauch ein. Voila, lass es gefrieren. Wow! So groß. Das ist echte Kreativität. Ich werde es mit Blumen schmücken. Das wird eine schöne Erinnerung sein. Hat da jemand eine laufende Nase? Wir brauchen ein Spenderteil. Ein Tropfen Heißkleber. Überarbeite das Detail. Schneide den Knopf ab. Biege die Büroklammer auf. Schneide den Schnuller aus. Verbinde die Werkstücke. Mache einen weichen Umschlag. Und eine Kapuze. Ohren. Und eine bezaubernde Schnauze. Das perfekte Set für ein Baby. Ich hatte einen tollen Einkaufsbummel. Ich habe alles gekauft, was ich für mein Baby brauche. Eine flauschige Decke. Und einen Schnuller. Eine Flasche zum Füttern. Ich werde bei Mirabelle damit angeben. Das Tier ist an neuen Dingen interessiert. Alle Dinge wurden aufgeschnappt. Sie wurden zum Spielzeug. Schau, Mirabelle. What? Oh, deine neuen Klamotten gefallen ihnen bestimmt. Ach, diese Scherzkekse. Die Affen brachten das Material. Entwerfe eine Vorlage. Schneide die Muster aus. Fülle sie mit der Füllung. Überall sind Schneeflocken. Die spezielle Form hilft Müttern, bequem zu liegen. Oh nein, ich war den ganzen Tag auf. Zeit für eine Pause. Uff, ich fühle mich sehr unwohl in meinem Lieblingssessel. Okay, ich werde versuchen, mich hinzulegen. Das Bett hilft immer. Ich kann den Platz nicht finden. Schatz, ich habe ein Geschenk für dich. Ein Schwangerschaftskopfkissen. Perfektes Timing. Ich habe Glück, einen fürsorglichen Ehemann zu haben. Schneiden wir die ausgedruckten Totenköpfe aus. Ein kleiner Füller. Nimm etwas Seidenpapier. Das sind rosa Augen und eine Schleife. Wir können es kaum erwarten zu sehen, was drin ist. Die Mädchen hatten für Wednesday eine Party zur Enthüllung des Geschlechts. Nicht gucken. Noch ein Schritt. Was ist das? Überraschung. Wir haben beschlossen, eine Party für dich zu schmeißen. Eine Party. Es braucht einen 5-fachen Espresso. Kein Problem, beste Freundin. Halt dich fest. Bereit für eine Pinata. Das Ding beschloss zu spielen. Hey, ich muss los. Das ist der, der alles arrangiert hat. Komm schon, komm her, du Schelm. Jetzt wird mich niemand mehr daran hindern, die Arbeit zu beenden. Huhu, du bekommst ein Mädchen. Glückwunsch, beste Freundin. Danke, Leute. Ich habe den Ball gefangen. Schneide die Silikonspikes ab. Das ist eine Styroporkugel. Ich habe eine Idee. Fügen wir Farben hinzu. Fertig. Ein wenig Modelliermasse.
Umwickle sie mit Glitzerstreifen. Mit einem Fitnesskit bleibst du fit. Oh nein, das ist zu leicht. Du musst dich mehr drauflegen. Das ist besser. Hallo, wir haben ein Training zusammen. Ja, ja, natürlich. Ich fange mit der Langhantel an. Was machst du da? Schwangere Frauen sollten keine Gewichte heben. Warte hier auf mich. Hier ist das richtige Set für dich. Ganz und gar nicht scharf. Ich werde dir helfen. Das ist es, das ist richtig. Wow, die Hanteln sind im Geschäft. Genug für heute. Okay, danke. Bis morgen. Halt in der Werkstatt. Wir sollten die Reifen schwarz streichen. Stecke sie in eine Papphülle. Repariere die Räder. Das Regal ist montiert. Klebe das Display. Darunter befindet sich ein Bedienfeld. Das ist ein brandneues Ultraschallgerät. Willkommen in der Klinik Lalitown. Hallo. Hallo, wir haben einen Termin. Natürlich, der Arzt wartet auf dich. Und du wartest auf dem Flur. Das ist nicht fair. Die Ärztin ist verwirrt. Ihre Maschine ist kaputt. Ich bin zu einer Untersuchung hier. Entschuldigung, wir haben technische Probleme. Ich muss den Termin verschieben. Nicht, ich werde es reparieren. Megan hat das Problem schnell behoben. Es ist alles bereit. Leg dich auf die Couch. Der Arzt untersuchte das Baby mit einem Ultraschallgerät. Du bist kerngesund. Das sind tolle Neuigkeiten. Danke für deinen Besuch. Schatz, ich bin fertig. Die Schwangerschaft verläuft gut. Ich bin so froh. Baby, wir sehen uns bald. Nimm eine Vase. Endlich sind wir bei dem Korb angekommen. Wickle die Schnur auf. Lass uns eine Schleife malen. Die sieht süß aus. Nähe entlang der Kante. Wir haben eine weiche Matratze. Dem Baby ist im Körbchen kuschelig warm. Megans Familie beschloss, ein Picknick im Park zu machen. Das kleine Eichhörnchen schaut von einem Baum aus zu. Ich lege einen Teppich aus. Setz dich, Liebes. Thank you. Die Sandwiches sind noch warm. Lecker. Ich will mehr. Au, es ist ein Eichhörnchen. Wo ist unser Kind? Hallo, Schatz. Puh, erwischt. Das Picknick geht weiter. Schneide ein Loch aus. Mache einen Rahmen. Verziere ihn mit Stuck. Es ist ein wenig Silber. Der Vintage-Fotorahmen schafft Atmosphäre. Lass uns ein Fotoshooting machen. Das wird dir gefallen. Sieh dir die coole Fotozone von Hello Kitty an. Komm, stell dich hier hin. Okay, wenn du darauf bestehst, lass es uns versuchen. Toll, wir haben Filmmaterial. Endlich. Was hältst du von diesem Stuhl? Was ist damit? Wie in einem Ferienort. Der hier ist am besten geeignet. Er wird fantastisch sein. Ich bin neugierig. Hier, sieh mal, was aus dir geworden ist. Spinnen sind ganz nach meinem Geschmack. Und der Rahmen ist wunderschön. Lass uns zu Hause einen Platz für Fotos finden. Nimm Stoffe. Umwickle sie mit Fell. Und weißer Spitze. Verziere sie mit einer Schleife. Und einer Bommel. Und einer Schneeflocke. Dr. Olaf wartet auf Patienten. Hey! Olaf, hilf uns! Elsa hat Wehen. Oh, du kannst gehen. Ich kümmere mich um alles. Nicht gucken. Alles ist gut gegangen. Elsa ist Mutter eines wunderbaren Babys geworden. Oh, ich bin so müde.
Du kannst die Decke behalten. Sie wird sicher nicht frieren. Thank you. Baue einen Schaukelstuhl. Schneide das Stück aus. Nimm jetzt Schaumpapier in Blau. Wickle die Spule des Farbbandes ab. Fixiere das Bett. Drehe den Bogen. Nimm Olafs Schnauze. An den Seiten befinden sich süße Schneeflocken. Wir sind bereit für Gäste. Hi there. Olaf ist auf dem Weg. Okay. Hier bin ich. Der geliebte Onkel ist gekommen, um seine kleine Nichte zu besuchen. Ich habe eine Überraschung. Das Baby wird es lieben. Wie schön. Leg dich hin, Baby. Sie ist glücklich. Danke für das wunderbare Geschenk.